Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Booster Opening. Heute habe ich für euch vier Booster dabei und zwar viermal Clash der Rebellen. Und das werden wir jetzt nach und nach aufmachen. Das Neue an diesem Video ist, wie ihr schon sehen könnt, die Facecam. Was auch neu ist, diese Booster sind diesmal nicht abgewogen. Das heißt, das Ganze, ja, ich würde mal sagen, wird ziemlich spannend. Ich hoffe, dass ich in diesen vier Boostern zumindest einen guten Hit habe. Was auch sehr besonders ist an diesen Clash der Rebellen Booster, ist, dass dieses Set das mit Abstand am häufigsten gedruckte Set ist. Dementsprechend, muss man auch dazu sagen, sind diese Booster noch mit am billigsten. Ich glaube, so ein Booster, wenn man im Internet es bestellt, kostet so ungefähr 3,50 €. Was wirklich in Ordnung ist, das muss man echt mal dazu sagen. Natürlich muss man aufpassen. Wenn man im Laden diese Booster kauft, sind die meistens trotzdem genauso teuer wie die anderen, kosten 5 € pro Stück. Aber man muss halt auch im Internet einfach mal schauen. Es gibt viele Händler, bei denen man die Booster kaufen kann und Clash der Rebellen ist da relativ billig. So, gucken wir mal, was es hier gibt. Volteball, Navitaub, Reverse und es ist ein Galas Mogmog und es ist zumindest eine Holo-Karte, jetzt kein Hit, von dem ich irgendwie ja begeistert bin, aber es ist wirklich ziemlich in Ordnung, muss man schon sagen. Das geht auf jeden Fall klar, zumindest eine Holo-Karte im ersten Pack, aber es, sind wir mal ehrlich, jetzt nicht so geil, aber passt schon. So, zweites Booster, gucken wir mal, hoffen wir, dass es besser wird und vielleicht sogar ein wirklich dicker Hit drin ist und nicht nur eine Holo-Karte. Wobei natürlich, wie gesagt, eine Holo besser als nichts ist. Gucken wir mal. Also wieder den Kartentrick. Und dann schauen wir mal. Und ich hoffe, ihr drückt alle die Daumen und lasst einen Daumen nach oben da für ganz viel Pack Luck. Wir fangen an. Mit einem Flammenhalstuch. Jetzt muss ich gucken, dass die Kamera hier mit diesem neuen Setup auch wirklich ziemlich zentral ist. Servol, Geraldine, Mabula, Electek. Electek wirklich ein schönes Pokémon aus der ersten Generation. Natu, Gramokles, Bämon, ein Scaraborn in Reverse und komm, gönn einen Hit und es ist ein Hit. Belectrovi, schöne Karte, schöner Hit. Die habe ich, glaube ich, ich weiß nicht, ob es genau dieselbe Karte ist, aber so eine ähnliche in diesem japanischen Booster gezogen. Müsste ich nochmal nachgucken, ob es wirklich genau dieselbe ist. Aber auf jeden Fall ein Hit im zweiten Booster, das ist völlig in Ordnung. Die Preise werde ich euch wieder einblenden, die werdet ihr jetzt sehen. Das mache ich aber immer nachträglich. Ich habe jetzt so auswendig keine Ahnung, wie viel diese Karte wert ist. Ich schätze mal, dass es, ja, sagen wir mal 2 €, 2,50 € sind. Maximal 3 €. Also ist trotzdem ein Hit, ist natürlich dann auch in Ordnung, aber jetzt so richtig stark ist es auch nicht. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier die Karten nicht kaputt mache. So, natürlich wieder den Kartentrick, damit die seltenste Karte hinten ist. So, weg mit den Karten und wir fangen an mit einer Stahlenergie. Zwillingsenergien. Und ganz viel Müll. Und dann hoffe ich mal, dass nach Bronzel, Toxel und Knapfel was Gutes kommt. Joa, naja. Oder auch nicht. Und die letzte Karte. Duraludon Holo. Also, drei Packs. Eine V-Card, zwei Holo-Karten. Das ist, naja, eigentlich schon gut. Aber es war halt jetzt noch keine richtig krasse Karte dabei. Aber ein Booster haben wir ja noch. Ein letztes Booster ist noch da. Und ich hoffe, dass in diesem letzten Booster zumindest was drin ist. Also, was heißt zumindest was drin ist? Wir hatten ja jetzt schon drei Booster, in denen auf jeden Fall was drin war, auch wenn es jetzt nicht so mega krass war. Und wir gucken einmal in diesem letzten Booster, für heute zumindest, nicht das letzte Booster überhaupt, was hier in diesem Booster ist, in der Hoffnung, dass da ein Hit noch im letzten Booster drin ist. Und wir starten mit einer Feuerenergie. Scaraborn, das wir gerade schon in Reverse Holo gezogen haben. Elektroball. Costurso. Galar, Flampion. Skoppel.
Vulpix, süßes Artwork, aber keine Karte, die ich unbedingt möchte. Paragoni kann ich einfach nicht mehr sehen. Das ist so eine Karte, die habe ich, als ich die Booster so mal geöffnet habe, als sie frisch rausgekommen sind, so oft gezogen. Gefühlt in jedem zweiten Pack. Galaporenta. Naja. Die nächste nicht so super Holo-Reverse-Karte. Aber jetzt lass ein Hit dahinter sein. Komm. Oh, schöne Karte. Schöner Hit hier nochmal am Ende. Vulnona V. Auch hier werde ich euch den Preis natürlich wieder einblenden. Aber ein schönes Artwork. Schöne Karte. Gefällt mir gut. Kann man euch den Zustand angucken. Ich glaube, das war die beste und teuerste Karte, die wir heute gezogen haben. Ja, nicht mega krass, aber schon gut, würde ich mal sagen. In vier Packs zwei V-Karten zu ziehen. Ja, das Centering links, rechts ist ein bisschen off. Oben, unten schaut eigentlich ganz gut aus. Vielleicht oben ein bisschen dicker. Aber ich denke, dass es insgesamt schon okay ist. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Lasst auch ein Abo da, da würde ich mich sehr drüber freuen. Macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal.